Wie gesagt, mein Name ist Anselm Strauß. Ich arbeite seit einigen Jahren bei Puzzle ITC als System Engineer. Und ich möchte Ihnen etwas über OpenShift erzählen. Für diejenigen von Ihnen, die schon heute Morgen da waren, es gab bereits einen Vortrag von Red Hat zu OpenShift. Ich werde versuchen, nicht das, was Sie dort gehört haben, nochmal zu wiederholen. Ich möchte einfach die ganze Sache ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel zeigen, und zwar aus dem Blickwinkel von Puzzle. Es gibt diverse Aspekte, die ich herausheben möchte. Ich möchte Ihnen dann kurz zeigen, wie schnell Sie doch so eine OpenShift-Umgebung aufsetzen können, und dann noch ein bisschen diskutieren, wo wir im Moment so auch die Challenges noch sehen bei OpenShift und was wir für Vorteile in dieser Technologie sehen. Okay, wenn man über OpenShift redet, kommt man nicht drum herum, den Begriff Plattform as a Service zu diskutieren. Sie haben ihn sicher auch schon oft gehört. Ich möchte nicht groß versuchen zu erklären, was jetzt genau Plattform as a Service ist. Was mir wichtig scheint, ist, dass man sich ein bisschen anschaut, wo sich diese Layer befindet und wer eigentlich der Kunde da ist und wer die ganze Sache aufbaut. Was mir oder für uns wichtig ist, ist, der Sysadmin ist eigentlich derjenige, der die PaaS-Umgebung zur Verfügung stellt, und der Kunde einer PaaS-Umgebung ist jetzt nicht der Endanwender einer Applikation, sondern ist eigentlich der Entwickler. Und was Sie von einer PaaS-Plattform verlangen, eben, sie soll sicher einfach zu gebrauchen sein. Es geht viel um Automation, Sie wollen nicht immer alles von Hand wieder machen. Es geht immer um Scaling, Sie wollen Applikationen skalieren können, nicht nur in die Höhe, auch in die Breite. Und zuletzt, Sie wollen natürlich eine gute Integration haben mit Ihren bestehenden Systemen. Dann OpenShift im Speziellen, wenn man es ganz grob charakterisieren will. Es ist eine Lösung, die auf Red Hat Enterprise Linux aufbaut. Sie basiert auf sehr populären Technologien. Sie basiert eigentlich alles auf Sachen, die Sie bereits in Ihrem Linux drin haben. Sie haben die Möglichkeit, sehr viele Software-Stacks drauflaufen zu lassen. Also von Ruby über PHP, Python, Perl, Java, alles Mögliche. Und was OpenShift im Speziellen noch auszeichnet, ist, Sie haben eine sehr, sehr offene Plattform mit einer sehr lebendigen Community. Dann wird es schon gerade sehr technisch. Also ich habe hier versucht, so ganz grob zu skizzieren, wie die Architektur von OpenShift aussieht. Wenn man mal auf die linken Seite beginnt, dann sieht man, hat man als erstes den Entwickler, der im Mittelpunkt steht. Das Erste, was Sie vermutlich aus der Sicht des Entwicklers machen, ist, Sie wollen eine Applikation deployen. Das heißt, was Sie als erstes machen, Sie kommunizieren mit dem Broker, das ist ein Host. Sie quasi fordern dort eine neue Applikation an, und der Broker, was der macht, er authentifiziert sie, schreibt diese Angaben in eine Datenbank, er setzt das DNS auf für Ihre Applikation. Ihre Applikation will irgendwo einen Namen haben, wo sie zugänglich ist auf dem Web. Und was er dann macht, er kommuniziert mit der eigentlichen Node und setzt diese Applikation dort auf. Und wie er das macht, die Applikation besteht dann aus mehreren sogenannten Gears. Und wie Sie vielleicht auch schon heute Morgen gehört haben, Gears sind quasi die Container, die auf eine Node laufen. Es laufen dort viele Gears nebeneinander, und die Prozesse Ihrer Applikation, die sind in einem Gear. Dann, was auch noch interessant ist, der Developer kommuniziert dann zum Deployen der Applikation nicht mehr über den Broker, sondern er kann direkt mit diesen Gears auf den Nodes kommunizieren. Und was Sie dann natürlich auch noch haben, ist der Benutzer, der im Endeffekt diese Applikation brauchen will, der dann direkt zugreift auf diese Nodes. Dann da noch ganz kurz, damit Sie sehen, was da für Technologien zum Einsatz kommen. Also es dürfte Ihnen wahrscheinlich ziemlich alles bekannt vorkommen. Was vielleicht erwähnenswert ist, Sie haben als Backend für den Broker haben Sie nicht irgendeine SQL-Datenbank, Sie haben MongoDB. Und die Kommunikation zwischen dem Broker und den Nodes
Die läuft über M-Collective. Das ist auf eine Technologie basierend, auf einem Message-Bus. Ja. Gut, dann eine Sache, die ich noch erwähnenswert finde, die heute Morgen, glaube ich, nicht so wirklich explizit beschrieben wurde, ist das Prinzip von Cartridges. Und die Cartridges sind eigentlich dort, wo Sie die Funktionalität in Ihre Applikation hineinbringen, abgesehen von Ihrem eigenen Applikationscode. Ein Beispiel für eine Cartridge wäre Java. Sie sagen zum Beispiel, ich möchte eine Java-Applikation betreiben, das heißt, ich brauche Java-Funktionalität. Und wie das Ganze funktioniert ist, Sie installieren solche Cartridges mit Hilfe von APMs auf den Nodes und Ihre Applikation, die aus diesen Gears besteht, die referenziert oder die gibt an, welche Funktionalitäten sie möchte in Form von Cartridges. Und was dann zur Laufzeit gemacht wird, bevor Sie die Applikation starten, eine Cartridge gibt an, wie ein Gear aufgesetzt werden muss, damit er dann später mit dieser Cartridge laufen kann. Und wenn Sie die Applikation effektiv starten, dann werden quasi die Daten, die Sie eine Cartridge bereitstellt, werden gebraucht. Also eine Cartridge besteht normalerweise aus irgendwelchen Binärdaten, zum Beispiel eine JVM. Und sie besteht aus irgendwelchen Skripten und Konfigurationen, die Ihnen beschreiben, was muss in einem Gear aufgesetzt werden, damit ich dann Java laufen lassen kann. Gut, und schlussendlich die Definition einer Applikation kann man mal recht einfach machen. Sie haben eine Domain, wo Ihr OpenShift läuft. Sie reservieren in dieser Domain einen eindeutigen Namen. Sie geben an, welche Dependencies Ihre Applikation hat. Sie sagen zum Beispiel, ich will Java haben, ich brauche MySQL. Und was Sie dann bekommen von OpenShift ist quasi ein Git-Repository, wo Sie Ihren Code hineinkommitten. Und das ist eigentlich schon alles, was Sie so brauchen, um eine Applikation zu beschreiben. Dann ein Aspekt, der für uns Puzzle noch sehr wichtig ist. Wir sind ja eine Firma, die zum einen Softwareentwicklung macht, aber wir machen eben auch System Engineering. Und da geht es so ein bisschen um die Verbindung dieser beiden Welten. Und oftmals, wenn man sich ein Produkt anschaut, dann ist es sicher mal gut, sich darauf zu fokussieren, wer ist der Kunde und was sind eigentlich die Anforderungen. Jetzt, wenn man eben OpenShift als Pass nimmt, dann ist der Kunde nicht unbedingt der End-User, der die Applikation vom OpenShift braucht, sondern ist eigentlich der Entwickler. Und wenn man so den Alltag eines Entwicklers etwas vereinfacht, kann man vielleicht so diese drei Gebiete rausnehmen. Sie entwickeln, sie deployen, was sie entwickelt haben und sie wollen das, was sie deployed haben, stabil und zuverlässig über längere Zeit laufen lassen. Und da gibt es dann so gewisse Aspekte, die eigentlich relativ gut beschreiben, was sie dann von einer PaaS, von einer Plattform erwarten. Auf der anderen Seite haben Sie so die Welt des Sysadmins, der eigentlich dann die ganze Sache aufsetzen muss. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Meiner Erfahrung nach sieht es manchmal ein bisschen so aus, das Bild als Sysadmin oder als System Engineer. Also man hat sehr, sehr viele heterogene Anforderungen, was man alles tun soll. Man hat nicht unbedingt sehr klare Kommunikationswege. Und da fragt man sich dann eben, ja, gäbe es irgendeine Möglichkeit, das ein bisschen besser zu machen. Und wenn man jetzt diese beiden Welten, die des Entwicklers und des Sysadmins kombiniert, dann kommt man ein bisschen auf diesen Begriff DevOps. Haben Sie sicher auch schon mal gehört. Und hier geht es eigentlich so ein bisschen um die Verbindung dieser beiden Welten, des Entwicklers und des Operators. Und wo Ihnen OpenShift von uns aus gesehen sicher sehr gut hilft, ist, dass mal der Entwickler bekommt Zugang. Also das heißt, irgendwelche einfachen Tasks, die Sie vorher immer per Mail oder per Ticket bekommen haben, wie neu starten oder was steht im Logfile und so weiter, kann in Zukunft ein Entwickler selber ausführen. Das entlastet Sie natürlich mal sehr als Sysadmin. Die Schwierigkeit, die Sie dann natürlich haben, ist, Sie können einem Entwickler nicht einfach sagen, wir einen Shell-Zugriff auf den Server geben. Das wollen Sie nicht. Das heißt, dieser Zugriff, den Sie dem Entwickler geben, der soll kontrolliert sein und der soll auch limitiert sein. Also man soll nicht einfach alles machen können. Und
Die Mittel, wie sie das bei OpenShift machen, ist, eines der Mittel ist sicher SE-Linux. Dann kommt wieder das Konzept von diesen GIS, wo sie eben die Prozesse abschotten. Und ja, da hilft ihnen OpenShift sehr. Dann, wo die ganze Sache auch noch hineinspielt, ist so Continuous Integration, Deployment und Delivery. Und zwar insofern, als dass es ihnen hilft, dass sie relativ schnell und einfach Applikationen deployen können, auch immer wieder neu deployen können und dass sie auch relativ einfach neue Environments oder Instanzen von Applikationen herauffahren können. Und vor allem auch, dass der Entwickler das autonom machen kann. Dann so eine weitere Sache, die immer zur Sprache kommt, ist die Private Cloud. Es gibt heute viele PaaS-Angebote, vor allem sehr viele in der Public Cloud. Die meisten davon sind aber closed, was die Technologie betrifft oder wie sie implementiert sind. Und sie laufen natürlich zwangsweise bei ihrem Provider, also nicht bei Ihnen. Und die Chance, die man natürlich mit OpenShift hat, ist, man kann die Cloud selber bauen. Also man kann eben eine Private Cloud machen. Die Vorteile sind, man kann die Cloud anpassen an die Bedürfnisse, die man selber wirklich hat. Man weiß, wie die Cloud funktioniert. Und schlussendlich, was natürlich für viele auch ein Argument ist, Ihnen gehören die Daten wirklich. Also Sie laden die Daten nicht irgendwo in die Cloud drauf, sondern die Daten liegen bei Ihnen. Und schlussendlich bietet Ihnen OpenShift damit auch die Gelegenheit, selber quasi ein, sagen wir mal, Provider zu werden von PaaS- oder SaaS-Plattformen. Das muss jetzt nicht unbedingt zwingend heißen, dass Sie das im Öffentlichen machen. Das kann auch sein, wenn Sie eine große Organisation haben, dass Sie das intern machen. Und zuletzt ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass Sie, vorausgesetzt Sie haben viele Provider, die auf OpenShift setzen, haben Sie kein Provider-Login, weil Sie natürlich da wechseln können. Dann möchte ich Ihnen ganz kurz zeigen, OpenShift Enterprise, wenn Sie dieses, wie Sie das aufsetzen, es ist wirklich sehr, sehr einfach. Also wir haben das bei uns gemacht mit 2 oder 3 Nodes. Sie installieren dort drauf Red Hat Enterprise Linux. Sie brauchen natürlich die nötigen Software-Channels für das OpenShift. Und dann gibt es auf GitHub, gibt es als Beispiel ein schönes Installationsskript, wo Ihnen quasi alles konfiguriert auf diesen Nodes, was Sie brauchen. Was Sie dort noch einsetzen müssen, ist quasi Ihre Domain, also Ihre Hostnamen, Ihre IPs und natürlich Passwörter, die Sie setzen wollen. Und dann führen Sie dieses Skript aus auf Ihren Broker-Host und auf Ihren Nodes. Und das hat bei uns erfahrungsmäßig relativ gut funktioniert. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass Sie die ganze Sache mit Puppet integrieren. Dazu gibt es auch diverse Ressourcen auf GitHub. Es gibt auch Kickstart-Files, dass Sie direkt die Installation steuern. Was Sie anschließend noch machen müssen, ist, Sie müssen eine Integration mit Ihrem DNS-System machen. Das kann relativ einfach sein, indem Sie DNS einfach auch durch diese Installation aufsetzen lassen auf dem Broker. Und Sie müssen irgendeine Integration mit der Authentifizierung machen. Das kann aber auch relativ einfach sein, indem Sie einfach zum Beispiel zu Testzwecken ein HTTPSWD-File auf dem Broker anlegen. Gut, das nur so als kleines Beispiel, damit Sie sehen, also wir mussten wirklich nur 2 solche Files anlegen mit der Konfiguration, Sie starten die Installationsskripte, that's it. Dann, wenn Sie diese Plattform haben, wollen Sie natürlich Applikationen deployen. Geht auch relativ einfach, was Sie mal machen müssen, Sie müssen entweder über Web auf die OpenShift Console verbinden oder Sie installieren das RubyGem, das sind die ROC Command Line Tools. Sie legen dort ganz einfach eine Applikation an, Sie müssen der im Prinzip nur einen Namen geben, dann müssen Sie bestimmen, was Sie in dieser Applikation für Funktionen haben wollen, indem Sie eben die entsprechenden Cartridges angeben. Und dann müssen Sie eigentlich nur noch Ihren Code in ein Git-Repository
importieren, das pushen Sie auf den Server und mit diesen Client-Tools können Sie dann eigentlich schon die Applikation starten und managen. Dann gibt es ein paar Fragen, die uns quasi nach diesem Aufsetzen uns beschäftigt haben. Die erste Frage ist, man hört immer, es skaliert OpenShift. Und die Frage ist, wie genau skaliert es denn und was alles skaliert es? Was man hier sieht, sind die einzelnen Gears. Und zwar, wenn Sie mal sich auf den zweiten unteren Ebene fokussieren, also Sie haben jetzt hier im Beispiel eine Ruby-Applikation, die wird eine Ruby-Cartridge verwenden und Sie haben eine DB, das kann irgendwie sein, zum Beispiel eine MySQL-Cartridge. Und wenn Sie eine skalierbare Applikation machen wollen, dann schalten Sie einfach ein HA-Proxy davor, der nimmt Ihre Web-Requests entgegen und verteilt die auf mehrere Applikationsinstanzen. Und das funktioniert eigentlich relativ gut. Was ja OpenShift auch bietet, was Sie vielleicht heute Morgen auch schon gehört haben, ist, man kann automatisch skalieren. Also die Load wird gemessen und zusätzliche Gears werden automatisch aufgesetzt anhand der Load, die Sie haben auf dieser Applikation. Was man aber auch sieht jetzt in diesem Beispiel, ist, dass der DB-Gear, den Sie unten sehen, der wird nicht skaliert in dem Sinn. Es gibt allerdings da schon einige Ansätze, wie man das machen will. Ein Ansatz ist, dass man Shared Storage haben will über alle Nodes in einem OpenShift Cluster. Es gibt auch Gedanken, wie man DBs skaliert, dass man eine DB in mehreren GIOs laufen lassen kann. Aber wenn Sie Erfahrung zum Beispiel mit SQL-Datenbanken haben, dann wissen Sie vielleicht auch, dass das nicht ganz trivial ist. Dann die zweite Frage, die oftmals auftaucht, ist, wie redundant ist das System? Hier muss man vielleicht unterscheiden, es gibt erstens die Redundanz oder die Verfügbarkeit der OpenShift-Plattform selber und es gibt die Redundanz ihrer Applikationen, die darauf laufen. Die Plattform selber kann man relativ gut high available machen. Sie haben den Broker, der eigentlich stateless läuft. Sie haben hinten dran als Backend die MongoDB, die von Haus aus eigentlich auf Redundanz setzt. Dann die Systeme, die Sie zur Integration von OpenShift brauchen, wie die Authentifizierung, DNS und so weiter, sind eigentlich auch nicht so ein Problem. Die kann man recht gut redundant machen. Was Sie einfach noch benötigen natürlich, wenn Sie einen Broker redundant machen, ist, Sie wollen eine Art Load Balancer haben oder Sie müssen ein Failover implementieren. Dann, was sicher auch hilft, ist Virtualisierung. Das heißt, Sie können sich schon mal von Hardware-Ausfällen relativ gut schützen, indem Ihre Nodes natürlich einfach auf neue Hardware neu aufgefahren werden können. Und für Ihre Applikation selber gibt es natürlich, also einfach so, dass das Rezept, wie Sie irgendeine Applikation high available machen, das gibt es natürlich nicht. Sie haben durch das Autoscaling haben Sie schon mal einen Teil erreicht, in dem Sie Ihre Applikation über mehrere Nodes verteilen können. Aber wenn ich nochmal zurückgehe auf das Bild hier, sehen Sie auch, was zum Beispiel noch fehlt, aber auch in Diskussion oder Work in Progress ist, dass dieser HA-Proxy, den Sie an der Front haben, derselbe ist natürlich noch ein Single Point of Fail. Wenn Sie den noch redundant machen und mit dem, was ich vorher von der DB gesagt habe, dann sind Sie wirklich komplett redundant auch auf der Seite von Ihren Applikationen. Dann die dritte Frage, die oftmals noch kommt, ist, wie sicher ist das Ganze? Wenn man sich das Konzept anschaut, diese Gears, ist es im Endeffekt so, dass man natürlich viele, viele Applikationen oder viele, viele Prozesse von Applikationen auf einer Node parallel laufen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Und jetzt ist die Frage, wie sicher ist das? Im Fall von OpenShift ist unserer Meinung nach sehr, sehr gut. Sie haben zum einen
diese Gears, die wirklich sehr gut gegeneinander abgeschottet sind. Es gibt auch, wie gesagt, diverse Technologien. Es gibt SE Linux sicher mal, eines der wichtigsten. Es gibt File System Quotas, es gibt PAM Namespaces und so weiter. Und was OpenShift wirklich sehr gut macht, es grenzt relativ stark ein, was ihre Gears machen dürfen und was nicht. Aber sie haben die Möglichkeit, oder sie müssen quasi alles angeben, was sie zwischen Gears machen wollen. Weil wenn ihre Node natürlich ihre Applikation verteilt wird über mehrere Gears, muss es natürlich möglich sein, dass sie eine Kommunikation zwischen den Gears haben. Also der Java-Prozess muss natürlich auf den MySQL-Prozess connecten können. Und was auch relativ gut ist, ist die Abschottung zwischen verschiedenen Applikationen. Also per Default können Sie eigentlich praktisch, ist es praktisch nicht möglich, irgendwas von einer anderen Applikation auszulesen oder zuzugreifen auf eine andere Applikation. Dann, was wir so als Vorteile sehen, ist eben sicher mal dieser bisschen so Mind- oder Workflow-Change für Entwickler und Systemadministratoren. Sie haben die Möglichkeit, bei OpenShift sehr, sehr viel zu konfigurieren, zu customizen. Die Automation spielt sicher eine große Rolle. Und Sie haben natürlich wirklich die Freiheit zu wählen, was Sie laufen wollen, durch das sehr, sehr viele Software-Stacks unterstützt sind, wo Sie es laufen wollen, ob Sie es in der Public Cloud oder in der Private Cloud machen und wie genau, dass Sie es laufen lassen. Und schlussendlich haben Sie eben eine Community, wo Sie sehr viele Informationen rausholen können. Sie können den Source jederzeit von allen Komponenten anschauen. Und nicht zuletzt, Sie haben die Möglichkeit, durch OpenShift Enterprise einen Enterprise-Support zu bekommen. Vielleicht noch kurz im Vergleich zu anderen Plattformen. Was sehr, sehr wichtig oder sehr zentral ist bei OpenShift, Sie müssen quasi nichts an Ihrem Source Code, der eigentlichen Applikation, anpassen. Wenn Sie das zum Beispiel vergleichen mit Google App Engine, ist das relativ anders. Bei Google App Engines haben Sie von Google provided APIs, wo Sie wirklich gegen diese entwickeln müssen. Das heißt, Ihre Applikation ist quasi dann wirklich customized auf Google App Engine. Wie gesagt, Sie können viele Software-Stacks laufen lassen, Sie können es relativ gut anpassen und Sie haben eben die Möglichkeit der Private Cloud, was Sie bei Public Cloud anbieten, sicher nicht haben. Gut, dann möchte ich zum Schluss einfach noch zwei Links empfehlen. Wirklich OpenShift.com, Sie finden dort fast alles. Docs, Mail, Forum, Twitter und so weiter. Und was ich Ihnen speziell empfehlen kann, ist die GitHub-Seite von OpenShift. Sie finden dort wirklich Source-Code zu allen Komponenten. Sie finden aber auch Dokumentation in diesem Source, Readmes. Sie finden Beispiele, Sie finden Puppet-Module und so weiter. Gut, dann, was Sie noch Fragen haben, wenn wir noch Zeit haben. Haben Sie eine Frage? Ich habe eine Frage. Und zwar, Code-Changes ist ja nur die Hälfte eines Deployments. In der Regel gibt es auch Änderungen auf der Datenbank. Wie wird das gehandhabt, dass, wenn ich jetzt Changes im Code habe und zum Beispiel eine Spalte der Datenbank noch löschen muss? Also ich würde sagen, das ist nicht unbedingt etwas, wo Ihnen OpenShift im Speziellen hilft. Ich würde sagen, das ist eher eine Aufgabe eines Frameworks, wie zum Beispiel Rails, Ruby Rails oder so, wo Sie quasi ein Persistenz-Layer haben, wo Ihnen das Model quasi auch direkt implementiert und vorgibt. Also ich würde sagen, so OpenShift bietet Ihnen da direkt nichts. Sie haben einfach die Möglichkeit, die Datenbank mit Ihrer Applikation zu kontrollieren. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel die Applikation starten, wird auch die DB gestartet. Wenn Sie sie runterfahren, wird auch die DB runtergefahren. Sie können theoretisch natürlich dort dann irgendwelche Scripts oder Hooks selber implementieren, wo Ihnen zum Beispiel, wenn Sie neu deployen oder so, die DB immer neu aufsetzen oder wo eben gewisse Updates machen auf der DB-Seite. I don't speak German, okay. Sorry, but on the scaling,
Mm-hmm. It's using LXC, right? Is it using the Unix containers? No, currently, as far as I know, OpenShift is not using Linux containers. The gears, they don't run in virtual machines, they run in containers. No, yeah, it's containers, but it's not Linux containers. Oh, okay. It's just, so what Red Hat did is they used a couple of technologies to ensure that processes of an application are confined within a gear. And one is Azure Linux, another one is file system quotas using separate UIDs for processes, using like PAM namespaces so that you can't see what another process is running or doing. And I think there are like one or two more. C groups, oh yeah, sorry. So like C groups to limit resources you can use, like RAM and CPU. Is there a plugin to talk to a public cloud if you want to deploy those gears on instances that you create in public cloud? So actually, there is OpenShift Online. That is the public cloud version of Red Hat, which you can already use today. And it's just, as I told you, just use your client tools, and you can then, for example, deploy your application either to the public cloud, OpenShift Online, or you can deploy to your own private cloud. That's exactly the same how it works. Okay.